Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird salzig, es wird meerwasserlastig heute. Wir sind im hohen Norden, direkt an der Küste fast schon. Richtig, in Aurich. Wir sagen Moin. Neben mir ist der Rainer und wir werden heute über eine geile Thematik sprechen, nämlich wo platziere ich Korallen? Welche Tiere mögen sich untereinander nicht? Was vernässelt sich wie? Du genau. Hast ein Becken von DD. Richtig, das Reef Pro 1500S, das größte von DD, habe ich jetzt seit 7 Monaten circa. Und das schauen wir uns jetzt an. Die entwickeln so extreme Kampftentakel, dessen steht die bei mir da hinten auch, weil die wirklich alles platt macht. Zum Augenarzt mussten, also kurz vor einer Erblindung. Lobo macht Euphelia kaputt. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Pass auf, was du kaufst. Alles im Mund. Du solltest dir überlegen, mal so keine Korallen zu pflegen, sondern einfach Parasiten. Vielleicht liegt dir das besser. Rainer, ganz kurzer Faktencheck. Was sind die Maße vom Becken und was hast du hier an Tieren drin? 1,50 Meter mal 60 mal 56 hoch. Sehr viel SPS, Acropora, Montipora. Aber ich will auf LPS auch nicht verzichten. Euphelia, Lobos einige, Trachis. Also eigentlich so komplett bunt durchgemischt. Thematik, du kaufst Korallen im Geschäft. Genau. Und möchtest die dann einsetzen. Auf was muss ich achten? Welche Tiere gehören denn wohin im Becken? Ich sag mal, wenn ihr euch so eine klassische SPS kauft, Montipora, Acropora, Stylophora, die gehören eigentlich immer nach oben. So habe ich sie in meinem Becken eigentlich auch. Ihr könnt die auch unten platzieren, aber die brauchen halt viel Licht. Wichtig ist, dass ihr euch die Koralle immer genau anguckt, auf Montipora fressende Schnecken oder Flachwürmer, Flatworms oder andere Parasiten. Es gibt so viele Parasiten, die wollt ihr einfach nicht im Becken haben. Also untersucht die Koralle, nehmt euch eine kleine Schale, guckt die an unterm Licht und dann ins Becken. Unterschied SPS, LPS, man sieht es ja hier schon, ne? Du hast gerade gesagt, SPS ist eher oben im Riffbecken und die LPS hast du so ein bisschen auch in die lichtärmeren Zonen gesetzt. Genau. Würde man schon merken, wenn du das Ganze jetzt tauschen würdest. Also so eine LPS fühlt sich nicht ganz so wohl direkt unterm Spot. Definitiv nicht. Also wenn ich eine Lobo oben hinsetze, die wird sich dann niemals so entfalten, als wenn ich sie nach unten setze. Ne? Weil die im Meer halt auch in den lichtarmen Zonen sitzt. Du wirst, wenn du tauchen gehst, Ägypten, keine Ahnung wo, niemals eine Lobo oder sowas oben auf dem Riffdeck sehen. Die wirst du eben in den tieferen Zonen sehen. Ne? Daher macht es eigentlich Sinn, die Korallen wie Trachis, Lobos, Acanthophilia weiter nach unten zu setzen. Ganz wichtig zu wissen ist jedoch, wenn ihr Korallen in den unteren Teil eures Aquariums setzt, achtet darauf, dass sie trotzdem genügend Licht bekommen. Ich habe hier so ein schönes Beispiel. Da hinten habe ich eine Platygiera, so eine gelb-grün mit braun. Da könnt ihr genau sehen, dass die Hälfte davon farbig ist und die andere Hälfte da hinten ist halt komplett farblos braun. Und die fängt auch hinten am Ende schon an abzusterben, weil die da einfach kein Licht mehr bekommt. Oben drüber ist halt so ein Plateau, schattet die ganze Geschichte ab und halt ohne Licht wird euch eine Koralle natürlich irgendwann absterben. Jetzt geht es wirklich darum, welche Korallen sich untereinander vernässeln. Rainer hat hier ja alle möglichen Korallen nebeneinander gesetzt und optisch betrachtet ist zwischen den einzelnen Tieren auch nicht gerade viel Platz. Der Laie, der könnte jetzt davon ausgehen, dass sich die Tiere untereinander überhaupt nichts tun, so wie das bei dir aussieht. Friede, Freude, Eierkuchen so in diesem Aquarium. Könnte man meinen, aber dem ist nicht so. Was hast du denn wirklich beachtet jetzt bei deiner Konstellation hier? Ich sag mal, bei SPS ist das nicht wirklich ausschlaggebend. Okay. Da ist das nicht so schlimm wie bei LPS. Da zum Beispiel in Euphelia, du siehst das hier ganz gut, mit ihren Tentakeln, die kommt natürlich überall ran, wo sie möchte. Wenn ich jetzt diese Euphelia zwischen den Ankorern hier setzen würde, die würden sich definitiv gegenseitig kaputt machen. Die mögen sich gar nicht. Also man muss wirklich schon aufpassen, wo ich was hinsetze. Und das bringt einfach die Jahre und die Erfahrung. Kann man jetzt vom Platzieren der Korallen sagen, dass quasi eine artinterne Spezies, zum Beispiel jetzt eben Euphilien untereinander, sich immer vertragen? Oder gibt es auch da Probleme? Definitiv gibt es da Probleme. Okay. Also ich sag mal, ich habe hier Ankorer und Paraankorer zusammen, die hier alle stehen. Hier ist viel Paraankorer, hier in der Mitte ist ein großer Ankorer, da Paraankorer. Bei mir ist es so, die vertragen sich. Also da passiert eigentlich gar nichts. Setzt du aber die Glabrescens hier dazwischen oder so eine Torchkoralle, australische, indonesische, wer da gewinnt, ist halt eine Frage. Normalerweise sind die Torchkorallen relativ aggressiv. Hier in der Mitte habe ich viele Lobos, drei Lobos, große Lobos. Die haben alle so einen gewissen Abstand zu den anderen, weil
die entwickeln so extreme Kampftentakeln, die werden so lang und eine Lobo macht gefühlt alles platt. Also Lobos ist mit Vorsicht zu genießen. Was sind die drei topgefährlichsten Korallen, die du jetzt aus Erfahrungswerten kennengelernt hast, die wirklich alles platt machen? Ich würde sagen Lobophilia definitiv. Dann gibt es Acanthastrea echinata, extrem gefährlich. Also eine ganz, die kleinen Arten quasi, mit kleinen Mäulern. Ja. Dann, was auch wirklich extrem ist, sind Platygiera. Kann extreme Kampftentakel machen. Wie sieht die aus? Hätte ich nie gedacht. Ich sag mal diese Hirnkorallen da. Die große, die grün-braune da. Extreme Kampftentakel, dessen steht die bei mir da hinten auch, weil die wirklich alles platt macht. Die kommen auch nachts extrem raus, ne? Bis zu 20 cm Tentakel. Boah, hat. Also okay. Extrem, deswegen liegt die da hinten auch. Ja, ist halt auch heftig, wenn du dir sowas kaufst, das nicht weißt. Genau. Einmal und dann setzt du die ins Riff und dann ist in 20 cm Umkreis alles platt. Alles platt, genau wie Charlize-Korallen, Echinophilia. Mit den gelben Mäulern da. Also die sind auch schon sehr aggressiv. Also... Pass auf, was du kaufst. Das klingt alles sehr gefährlich mit Nessel und gibt es auch Korallen, die dem Menschen gegenüber gefährlich werden können? Die einzigen, die mir zu einfallen, sind Zoas. Palitoas haben extreme Gifte. So, wenn sie bei euch im Becken sind, überhaupt kein Problem. Aber irgendwann werden sie auch mal groß. Dann machen einige einen Fehler, nehmen die raus, schneiden die in der Luft. Die geben aber extreme Dämpfe ab, wo ihr Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, extremste Vergiftung kriegen könnt. Also niemals über Wasser schneiden, immer am besten unter Wasser was abschneiden. Dann vorsichtig an der Luft, vielleicht auf einem anderen Stein, aber wirklich vorsichtig mit Zoas und Palitoas. Du kannst ja auch, glaube ich, erblinden, wenn du definitiv das rausnimmst und die spritzen genau. Oder sowas. Ja, das genau. Ist ja auch heftig. Kenne ich einige, die es schon gehabt haben, die zum Augenarzt mussten, also kurz vor einer Erblindung vorbeigeschrappt sind. Ja, hast du gefährliche Korallen hier drin, die dir wehtun könnten? Oder? Nee. Der einzige, der gefährlich ist, ist mein Clownfisch, der beißt mir meine Finger. richtiger Pöbeltreiber. Wie ist das mit Anemonen? Weil ich habe gesehen, du hast jetzt hier überhaupt keine Anemone. Nein, jeder fängt mal an und kauft sich eine Kupferanemone. Ist halt so der Klassiker. Will jeder haben, Nemos rein, Kupferanemone. Sieht auch toll aus. Aber mache ich jetzt eine Anemone rein, die wandert da mal durch, dann habe ich da halt wie so eine Schneise da durchgezogen, weil die auch definitiv alles platt macht. Was wären denn jetzt die drei verträglichsten Arten, die du empfehlen würdest, wo du sagst, die würden keiner Fliege was zuleide tun? Acropora. Alle Arten Acropora. Nein, Acropora ist heikel. Ne? Da müsst ihr wirklich Erfahrung haben, die zu halten. Penibel von den Wasserwerten sein. Aber das ist immer verschieden. Ich sag mal, so eine Seriatopora oder Montipora. Hier in der Mitte die große Montipora, da hinten ist die Seriatopora, die grüne. Das sind so wirklich, bei SBS so die harmlosen. Wer auch wirklich keinem was Böses will, meiner Meinung nach, ist eine Trachy. Trachyphylia habe ich noch nie gesehen, dass die Ärger machen. Haben wir hier so zwei, drei liegen. Ne? Gut, die sind jetzt ein bisschen eingeknickt, weil wir das Licht verstellt haben wegen der Kamera. Aber seit ein paar Stunden schon, ja. Also Trachys wäre so im LPS-Bereich würde was, sagen, wo du sagst, das ist auch unproblematisch, definitiv, wenn die jetzt neben was Empfindlicherem stehen. Ja, genau, definitiv. Szenario, du hast Korallen gekauft, bist jetzt also bereit, die auch in dein Becken einzubringen. Ich habe wirklich alles probiert. Jetzt seit Jahren klebe ich mit Sekundenkleber. Klar, du musst eine Minute festhalten circa, über den Daumen, aber danach sitzt sie. Danach brauche ich nichts mehr machen. Ich nehme mir meine Koralle und meinen Kleber, mache da ein bisschen Kleber drauf, halte es unter Wasser, dass es so ein bisschen anzieht, so milchig wird. Das mache ich 3-4 Mal, bis ich so einen vernünftigen Klecks da drauf habe. Setze sie da, wo sie hin muss, ins Riff und halte die da eine Minute fest circa. Danach ist halt Ende, danach sitzt sie einfach auch. Einsiedler-Schnecken haben wir eigentlich alle in unserem Becken. Die werfen einfach mal alles über den Haufen. Und wenn ihr Pech habt, fällt euch eine Koralle in eine andere Koralle, zum Beispiel in eine Lobo oder eine Euphilia. Das wird ihr definitiv nicht überleben. Also nochmal als Tipp, klebt einfach alles fest, was ihr könnt, um solche Sachen einfach zu verhindern. Ne? Das sieht bei dir jetzt alles relativ eng geklebt aus. Wo entscheidest du, wie viel Platz du zwischen den einzelnen Korallen lässt? Weißt du, welche Koralle schneller wächst und welche langsamer wächst? Das muss berücksichtigt werden, wo du die hinklebst, weil einige wachsen schnell, einige langsam. Aber ich mache das immer so, passt die da hin, passt die da nicht hin. Gefällt mir das, wo die da sitzt? Ich muss halt auch oft Korallen einfach umsetzen, weil die einfach zu groß werden oder ich muss sie schneiden. Achtet drauf, dass die Korallen wirklich Platz haben zum Wachsen. Ne? So eine Hystrix zum Beispiel, Seriatopora Hystrix, seht ihr da hinten? Die wirklich große, die hat ihr schon so oft geschnitten worden. Die wächst einfach unfassbar stark oder eine Milka. Den müsst ihr halt schon einfach Platz geben, ne? zum Wachsen. Das ist definitiv so. Sieht zwar am Anfang klein aus, aber kann halt ein Riesenstock werden. Was denkst du, wie sich dieses Becken jetzt innerhalb von einem Jahr entwickelt? Das steht jetzt seit 7 Monaten. Ja, genau. Also ich denke, wenn das in einem Jahr so weiter wächst, wird das da oben alles zusammengewachsen sein. Also da muss ich definitiv gärtnern, auseinanderschneiden, Fracks machen,
weil das eigentlich von den Korallen oben fast zu voll ist. Hast du hier schon irgendwelche Problemzonen, wo Tiere so groß werden, dass die sich gegenseitig vernesseln? Weil das hier zum Beispiel jetzt mit der Torch sieht ja schon übel aus. Die ist ja schon hier oben fast direkt dran. Definitiv. Könnt ihr auch sehen, da oben hinter der, da steht eine Dragon Soul. Die hat auch ihre Kampftentakel raus. Ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst. Die bekämpfen die sich quasi den ganzen Tag, weil die Euphilia da halt immer weiter hinwächst. Woran unterscheidet man Kampftentakel und normale Tentakel? Ja, du siehst das bei der Favia. Die hat ja normalerweise gar keine Tentakel. Die kommen da raus, die ganz hellen. Also ah, okay. Die setzt sich quasi den ganzen Tag zur Wehr gegen die Euphilia, weil die da immer mal wieder so guten Tag sagt. Das findet die halt nicht ganz so witzig. Was mache ich denn, wenn ich ein Tier habe, was vernesselt wurde? Heißt das dann automatisch, dass das Tier stirbt oder kann das sich auch regenerieren? Das kommt auch immer darauf an, welches Tier. Du hast ja meistens mehrere Köpfe, Parancora haben ja mehrere Köpfe als Beispiel. Wenn dann ein Kopf vernesselt ist, das ist nicht schlimm, die anderen wachsen ja weiter. Was aber passieren kann, dass sich auf diesem Kopf Brown Jelly bildet. Und Brown Jelly, meiner Meinung nach, ist so ein Bakterienfilm, der geht natürlich auch gerne über auf andere Köpfe. Und wenn ihr sowas mal habt, unbedingt raus damit, weil ihr könnt durch Brown Jelly als Beispiel, durch eine Vernesselung, definitiv sämtliche Euphilia verlieren. Hast du jetzt eine Scoli oder als Beispiel, ich habe sogar eine, die Scoli hier, die grüne, die wurde angenesselt von der Parancora. Ah, da ist oben ein so eine weiße Stelle, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Sehe ich. Die war letzte Woche noch komplett offen, da war das Skelett. Und jetzt in der Woche ist das Loch wieder zugewachsen, die regeneriert, definitiv. Also es ist wieder von Tier zu Tier verschieden. Also die meisten Tiere, die regenerieren definitiv mit der Zeit. Du hast ja jetzt auch verschiedene Zoa-Arten hier drin, habe ich gesehen. Ne? Ja. Das ist ja eine Koralle, die sehr intensiv ins Riffgestein reingeht. Definitiv. Passiert da was? Also sind auch solche Korallen, die schnell wachsen und intensiv sich ausbreiten und auch an anderen Korallen teilweise ja dran wachsen können, ist das gefährlich? Definitiv. Ja. Habe ich auch Erfahrung mitgemacht mit Zoas, die einfach explosionsartig im Riff wachsen. Würde ich nie wieder tun. Wenn ich Zoas irgendwo hinsetze, achte ich immer darauf, dass sie vielleicht auf irgendwie einem separaten Stein wachsen können, aber ich sie immer wieder entfernen kann, rausnehmen kann. Also ich persönlich würde sowas, Zoas, Affenhaar, Pumpnixenien ist so das schlimmste Beispiel, meiner Meinung nach. Am Anfang so Top-Anfängerkoralle, die wirst du aber nie wieder los. Also du kannst irgendwann gefühlt das Riff auseinandernehmen, weil die dir einfach alles überwächst. Also solche Sachen immer separat setzen auf einen kleinen Stein. So ein Riffteil, was du vielleicht auch austauschen kannst, wo du es wegnehmen kannst. Niemals direkt ins Riff kleben. Würde ich nicht tun. Der ein oder andere Aquarianer hat ja öfters mal mit gewissen Problemen zu kämpfen. Und neben mir sitzt jemand, der hat die volle Packung gekauft. Und zwar hast du direkt drei Seuchen hintereinander gezogen. Fing an vor 2 Jahren circa. Schwermetalle haben wir vielleicht alle mal gehabt. Die meisten machen keine ICPs. Machen hier ganz normalen Werte, Phosphat, Nitrat und Co. Aber wissen gar nicht, dass so Sachen wie Zink, Kupfer, dass die einfach auch total schädlich für so Korallen sind. Bei mir sind halt irgendwann SPS-Korallen von unten her an weiß geworden, braun, farblos. Bis ich irgendwann mal eine ICP gemacht habe und rausgekommen ist, dass Zink auf, weiß nicht, 80 war, extrem hoch alles. Du guckst alle Magneten durch. Wo ist Rost? Kann ja überall, wo Metall im Becken ist, herkommen. Genau, Rost quasi. Ja. Ich war damals noch jung und dumm. Es gibt von einem Hersteller gibt's so kleine Digitalthermometer mit so einem Saugnapf. Ja. Ins Tankbecken rein, aufgemacht, ganze Batterie von innen komplett, alles verrostet. Ah, schön. Komisch dabei, das Thermometer funktionierte noch. Deswegen kommst du da einfach nicht drauf. Was hast du verloren dabei? Acropora, Ceratopora, Stylophora sind halt alle kaputt. Alles tops. Ja. Das war eine von denen. Solche Nummer 2. Holst dir Akkus irgendwo her. Achtest nicht drauf, nicht gedippt. Heute dippe ich alles. Was passiert? Acropora fressende Blattwürmer. Ja. Sämtliche Stöcke verloren, weil von einer auf die andere diese Würmer gehen. Du kannst da halt nicht viel machen. Du musst die sind so leicht schwarz, glaube ich. Ne? Ja, so wie Tubularien. Rausnehmen, dippen, Eigelege, ganz wichtig. Das Eigelege kriegst du durch Dippen nicht weg. Mit was dippst du? Im Moment Coral RX, glaube ich. Gibt es mehrere verschiedene Sachen, die du machen kannst. Okay, also ganz kurz für die das nicht wissen. Dippen ist quasi die Koralle vorher einmal kurz in einen Behälter mit entsprechender Flüssigkeit reintunken, damit entsprechende Plagegeister abfallen. Genau, kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr euch Korallen kauft, guckt die nach, dippt die, weil sowas will eigentlich keiner haben. Ne? Solche Nummer 3. Ja, Nummer 3. Das war noch nicht genug. Richtig. Ich hatte eine Scoli-Sammlung, 6, 7 schöne Scolis, bis sie irgendwann mal anfingen, so am Rand her immer weniger zu werden. Du fragst dich, was ist los? Wasserwerte, alles in Ordnung? Bohralgen, wo du nicht viel für machen kannst. Ganz ehrlich, ich habe Bohralgen noch nie gehört in meinem Leben. Vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht haut es mal in die Kommentare, keine Ahnung was. Meiner Meinung nach kannst du da nicht viel für machen. Was ich auch hatte, Montipora-Fressenschnecken habe ich auch schon gehabt. Die fällt mir gerade auch noch so ein.
Die habe ich auch gehabt, alles im Montipora. Du solltest dir überlegen, mal so keine Korallen zu pflegen, sondern einfach Parasiten. Vielleicht liegt dir das besser. Spaß, ja, genau. Es tut mir echt leid. Ja, es so. Sind Tiere, die gestorben sind und das ist nicht gut. Aber ich glaube, die meisten von uns haben alle diese Themen fast durch. Vielleicht einige wissen es auch gar nicht. Deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Definitiv. Also wenn ihr Probleme mit Becken, mit Korallen habt, ihr seid nicht die Einzigen. Viele reden auch vielleicht drüber. Richtig. Hast du momentan derzeit Probleme? Ja. Ich habe zurzeit immer noch mit den Acropora-Fressen in okay. Flachwürmern, Flatworms zu kämpfen, leider. Ja. Aber ganz wenig, zwei Korallen sind zurzeit betroffen, ich weiß auch welche, die beobachte ich. Ist es nicht gefährlich, die drin zu lassen? Eigentlich schon, ja. Ich habe das im Griff. Okay. Hoffe ich. Guckt mal eure Korallen genau an, wenn ihr meint, die werden von unten weiß oder verändern sich farblich, sehen stumpf aus. Einfach mal rausnehmen, gucken, ob da was drauf ist, weil ich glaube, dass das sehr viele im Becken haben, die Geschichte, und wissen es einfach gar nicht. Ne? Ein weiterer Tag geht zu Ende hier in Ostfriesland. Rainer, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die wir heute gewinnen konnten. Es ging ja wirklich viel um dieses Korallenplatzieren. Ich hoffe, dass ihr durch dieses Video ein bisschen mehr Know-how entwickeln konntet in dieser Thematik. Ja, man lernt ja nie aus. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren irgendwie und am Anfang habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt. Kaufst dir eine schöne Lobo, setzt dir eine Euphilia hin. Lobo macht Euphilia kaputt. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Goniopora ist sehr aggressiv. Euphilia-Arten untereinander vertragen sich auch nicht. Eine Glabreskins oder eine Frogspawn, Para-Ancora. Müsst ihr auch aufpassen. Para-Ancora, Ancora passt zusammen, aber eine Frogspawn dazwischen ist schon wieder schwierig. Aber auch nicht alle Sorten. Es gibt viele Foren, es gibt viele Seiten, wo man sich informieren kann, bevor was kaputt geht oder ihr euch ärgert. Fragende Menschen kann geholfen werden, sage ich immer. Das ist ein prima Schlusswort. Also nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch einfach noch eine schöne Woche und habt euch alle wohl und bis bald. Macht's gut.